Hallo lieber Frank, schön, dass du mich heute besuchst und wir können heute ausführlich über KI sprechen. Und du hast dir einen ganz besonders interessanten Titel ausgesucht und das hat was mit KI zu tun natürlich, mit Konkurrenz, gefährlicher Konkurrenz und es geht sogar in den Bereich Geopolitik hinein. Du hast dir aber einen Titel ausgedacht, wie heißt der? Ja, also erstmal Axel, vielen Dank. Ich finde es total schön, hier bei dir zu sein. Und es ist herrlich. Und deswegen können wir uns auch über Dinge unterhalten, die ein bisschen schwierig sind, weil uns geht es trotzdem gut miteinander. Ja, es geht darum, warum die wachsende geostrategische und unternehmerische Konkurrenz die weitere KI-Entwicklung zu einer Gefahr werden lässt. Also verkürzt, Konkurrenz macht also künstliche Intelligenz gefährlich. Warum ist das so? Dazu möchte ich erstmal so ein bisschen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, so zum Stand jetzt KI-Entwicklung, wohin die Reise geht, ein bisschen was sagen. Da hast du ja schon sehr viel auch an anderer Stelle schon drin, von daher müssen wir da jetzt nicht so viel zu sagen. Dann möchte ich ein bisschen erklären, auch aus meiner eigenen, auch beruflichen Erfahrung heraus, wie lange so internationale Prozesse dauern und warum das wichtig ist in dem Zusammenhang. Dabei werde ich vor allen Dingen dann schon so ein bisschen einen Switch haben zu Veränderungen, warum also es gerade so, wie die Welt sich entwickelt, sehr schwierig sein wird, überhaupt Verhandlungsprozesse vernünftig auf die Schiene zu setzen. Dann erläutere ich das und sage was dazu, wie sich diese geostrategischen Verhältnisse verändert haben, also wie Gewichte in der Welt, Machtgewichte sich gerade verändern. Da sind wir in einem Transitionsprozess. Und dann möchte ich speziell darauf eingehen, auch im Hinblick auf die Jahrestagung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die im Oktober wahrscheinlich stattfindet in Berlin, zur militärischen Nutzung. Und was in dem Zusammenhang wichtig ist. Genau, und schließlich und letztendlich als Konsequenz, und da sind wir natürlich auf einem klassischen gemeinsamen Terrain, warum der Aufbau von vertrauensbildenden gemeinsamen Sicherheitsstrukturen ein wichtiger Lösungsansatz ist, also ein Teil der Lösung ist. Das wäre es eigentlich in Bezug darauf, was ich gerne sagen möchte. Und da fällt dir bestimmt auch sowohl zwischendurch als auch eben am Ende ganz viel ein, was du, wo du einhaken möchtest und mich dazu fragst. Du hast jetzt schon einiges notiert und du hast den Gesprächsleitfaden. Dann würde ich dich bitten, damit anzufangen. Ja. Und vielleicht mir auch zu erzählen, wieso du diesen großen Rahmen gewählt hast. Also da ist unheimlich viel reingepackt. Naja, es ist halt deswegen so wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen, weil genau die in den meisten Publikationen untergehen. Das ist das eine. Das zweite, was es natürlich jetzt auch in diesem Jahr aktuell macht, das ist insofern, dass unser Interview so ein erster Auftakt für Gesprächsrunden, Konferenzen, die alle auf diese VDW-Jahrestagung eben hinführen, wo wir versuchen, sehr genau eben mit Experten aus, also zivilen und militärischen Experten, zu beleuchten, warum künstliche Intelligenz in der militärischen Sphäre eben durchaus zu einer großen Gefahr heranwachsen kann und warum auch unter friedenspolitischen Gesichtspunkten es wichtig ist, sich mal ausgiebiger mit diesem Thema zu beschäftigen. Genau. Das letzte Buch von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler ist ja schon einige Zeit her. Und nach der Veröffentlichung kam dann ChatGPT und damit auch die Welt der LLMs, der Large Language Models. Was hat das bewirkt? Was ist das für eine Art von Beschleuniger? Warum hat sich dadurch alles verändert? Na, ich glaube, dass das der Punkt war, wo in der breiten Nutzeröffentlichkeit, also sowohl im unternehmerischen Bereich als auch auf staatlicher Ebene, deutlich wurde, wozu diese Algorithmen in der Lage sind. Natürlich sind auch Limits deutlich geworden, aber es ist in sehr hohem Maße deutlich geworden, dass diese Anwendung von KI, die ja nur ein spezifischer Ausschnitt ist, aber sehr, sehr nützlich ist, um Geld zu produzieren, um Einfluss zu nehmen, zum Beispiel auch im Rahmen von Desinformationskampagnen, also Fälschungen, zum Beispiel Bildfälschungen, Tonfälschungen. Und das Wichtigste ist aber, glaube ich, Folgendes, dass ein Teil dieser Entwicklung auch im Bereich Open Source stattfindet, dass dadurch eben immer mehr Akteure auf der Bildfläche erscheinen, die dort programmieren. Das hat was damit zu tun auch, dass genau diese künstliche Intelligenz, wie sie jetzt derzeit entwickelt wird, zunehmend eingesetzt werden kann,
um künstliche Intelligenz zu entwickeln. Das heißt, sie wird als Software-Tool letztlich genutzt, um Software zu entwickeln. Und das vervielfacht, vertausendfacht die Zahl derjenigen, die KI entwickeln können. Weil die Zahl von Menschen, die in der Lage sind, dort vernünftige Algorithmen zu schreiben, die da spannend sind, die ist jetzt nicht klein, aber sie ist auch nicht unüberschaubar groß. Nur wenn künstliche Intelligenz mit zu Hilfe genommen werden kann, eben zum Beispiel als Co-Pilot, dann kommen wir in eine Situation, dass mehr Entwicklerinnen und Entwickler in die Lage versetzt werden, eben KI-Algorithmen zu produzieren, die wirkmächtig sind, die was tun können, die erfolgreich sind. Und dadurch haben wir eine Beschleunigung aus der Technologie heraus und wir haben, weil eben im digitalen Bereich so winner takes it all tatsächlich nach wie vor gilt und eben nicht nur für Plattformen gilt, das Problem, dass der Erfolg, der mit LLMs und der Nutzung davon verbunden ist, dazu führt, dass immer mehr Akteure aufspringen, die was vom Kuchen nicht nur abhaben wollen, sondern die eben die Nase vorne haben wollen. Immer mehr Unternehmen, die eben bis hin, wie wir ja wissen, zu Forderungen von Trillionen, um eben entsprechende Chip-Produktion in Gang zu bringen, da wird jetzt richtig geklotzt und nicht gekleckert. Wer sind denn jetzt die großen Akteure? Du hast jetzt schon Unternehmen angesprochen, aber wer denn noch? Naja, wir beginnen bei den ganz normalen, die wir kennen in dieser Sphäre. Und das sind die Alphabets, also Google, besser immer noch bekannt, oder Google, Meta, was eben früher Facebook-Konzern war. Wir haben dann Microsoft, die auch über OpenAI ganz stark, also mit der Nase vorn sind. Wir haben dann aber auch Player, von denen man das weiß, aber die jetzt nicht sofort genannt, also Amazon wird natürlich auch sofort genannt, aber ein bisschen weniger genannt in dem Zusammenhang sind eben Unternehmen wie Tesla oder Palantir beispielsweise, die eben in den USA machen. Ja, und das Gleiche in China sind es eben Unternehmen wie Baidu, Xiaomi, Tencent, Alibaba zum Teil, also auch wiederum die üblichen Verdächtigen. Und dahinter gibt es aber eben eine Reihe von kleineren Unternehmen, innovativen Unternehmen, Startups, die, weil es einfacher geworden ist, durch den Einsatz von KI zu entwickeln, dort dabei sind. Das heißt auch, dass die Masse an Trainingsdaten nicht unbedingt mehr so hoch sein muss, wie sie eben früher mal war, weil auch die Algorithmen zum Teil, ja, kann man schon sagen, auch besser zugeschnitten sind, sodass man in der Trainingsphase mit weniger Datenmaterial zurande kommt. Und gut, wir wissen, dass die Rechenleistung weiterhin sich immer stärker erhöht, es wird immer billiger. Da sind wir dann einfach in einem allgemeinen Prozess nach wie vor drin, der die Entwicklung einfach beschleunigt und verbilligt. Was ist mit den Europäern? Autsch. Die Europäer, ja. Die Europäer spielen schon eine Rolle. Also das heißt, es gibt auch in verschiedenen Ländern, also vor allem auch zum Beispiel in Deutschland, Unternehmen, die dort an verschiedener Stelle angefangen haben, KI-Algorithmen mit einzusetzen, um ihre Software- oder Hardware-Produkte eben zu verbessern. Das sind auch wiederum die üblichen Players, also es sind die SAPs, Siemens, Boschs, zum Beispiel in Deutschland dieser Erde und in abgestufter Form zum Beispiel auch die deutschen Automobilkonzerne, also oder auch Bayer-Konzern. So, und von daher, das sind jetzt gar nicht so viele neue, die dazukommen und die mischen da eben auch alle mit. Aber wir wissen halt, und das hat sich nicht verändert, es hat sich eigentlich auch nicht verschärft, aber es ist eben gleich geblieben, dass der Einsatz in den USA und der Volksrepublik China mit erheblich höherem Engagement erfolgt, als in der Europäischen Union der Fall ist, die eben auch viel stärker eben auf Regulation achtet, die darauf achtet, dass man möglichst eine menschenzentrierte Wohlfahrt auf die Menschen, also praktisch auch gesellschaftliche Wohlfahrt orientierte KI-Entwicklung vorantreibt, die auch mit den entsprechenden Regularien im Bereich des Datenschutzes, Demokratierechte, Persönlichkeitsrechte quasi gezähmt ist. Und da gibt es in den USA und China eben mehr Freiraum für die, die da voranpreschen, was eben die Schieflage erhöht. Und ich werde nachher noch ausgiebig darauf eingehen, warum auch aus anderen Gründen wir vor allen Dingen davon ausgehen müssen, dass die KI-Entwicklung im Wesentlichen in den USA und in China vorangetrieben werden wird. Das hört sich für mich so an, als ob die Europäische Union bremst und das zum Wettbewerbsnachteil wird und von den Chinesen und Amerikanern am Ende vorgeführt werden könnte. Ja, das ist nicht in dem Prozess, sagen wir mal, ein Vorführen, aber um mal ein Beispiel zu nennen, wie wichtig an der Stelle es ist, zu verstehen, dass jedes Ungleichgewicht zu einer Verstärkung von Ungleichgewichten führen wird. Wir haben keine relevante
KI-Entwicklung, die vor allen Dingen darauf abzielt, Produkte zu entwickeln. Also wir haben eine relevante KI, also in Deutschland, eine sehr relevante KI-Entwicklung im Bereich von Grundlagenforschung, insbesondere eben auch im Bereich der Entwicklung einer dritten Generation von künstlicher Intelligenz. Beispielsweise in meinem Forschungsteam, also meiner Studiengruppe Technik Folgeabschätzung der Digitalisierung in der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Das sind jetzt mittlerweile 24 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die daran mitwirken. Und darunter sind auch zwei, die Ute Schmidt und der Christoph Benzmüller, die eben in Bamberg an der Entwicklung einer dritten Generation künstliche Intelligenz arbeiten. Das ist auch eine ganz spannende Sache, weil da geht es darum, wie eben neuronale Netzwerke und die Blackbox, mit denen die ja damit verbunden ist, das heißt, wir wissen ja nicht genau, wie diese neuronalen Netzwerke dann funktionieren. Wir stellen eine Aufgabe, wir sehen das Ergebnis, sieht irgendwie passend aus, aber wir wissen nicht ganz genau, wie die KI letztlich zu dieser Lösung gekommen ist. Deswegen sprechen wir von einer Blackbox. Und man kann diese Blackbox nicht so einfach, sagen wir mal, durchsichtig machen. Und deswegen sind die auf die tolle Idee auch gekommen, um dieses neuronale Netzwerk herum eine symbolische künstliche Intelligenz zu legen. Das haben wir jetzt letztens gesehen bei einem Programm, Alpha Geometry. Und dieses Programm war in der Lage, Mathematik-Olympiaden, also es war virtuell jetzt, sie hat die Aufgaben bekommen, die in Mathematik-Olympiaden waren, und sie hat sie weit überdurchschnittlich gelöst. So, und das bedeutet, dass in dem Moment, wo ich eine Kombination habe zwischen dieser künstlichen Intelligenz der ersten Generation, also die symbolische KI, die quasi formelhaft ist, die Expertensysteme eben quasi, ist immer so ein Stichwort gewesen, also das ist eine fest verschraubte künstliche Intelligenz, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite haben wir eben einen auch in Anführungszeichen selbstlernendes neuronales Netz, was sowohl überwacht als auch unüberwacht im Lernprozesse absolviert und sich dabei verändert und verbessert. So, und wenn ich das beides miteinander kombiniere und die symbolische künstliche Intelligenz dafür nutze, eben dieses neuronale Netzwerk zu überwachen, dann habe ich ein höheres Maß an Sicherheit geschaffen für die Nutzung. So, plötzlich ist die Blackbox eben nicht mehr black, sondern ich kann reingucken, ich kann damit auch die KI dazu bringen, mir zu sagen, wie sie eben zu der Beweisführung gekommen ist. Beispielsweise, das war eine der Besonderheiten jetzt von Alpha Geometrie auf Deutsch. Generell ist es so, dass wir in Europa sehr, sehr stark darauf achten, die Wertegebundenheit der weiteren KI-Entwicklung sicherzustellen. Und dadurch sind wir in der Tat natürlich in einem Wettbewerbsnachteil, solange andere sich nicht an diese Regeln halten. Weil die können dann mehr Dinge tun, die bei uns eben nicht getan werden dürfen. Und dazu kommt aber noch, und das ist eben erheblich erschwerend, wir reden hier gerade auch darüber, dass in den USA Venture Capital zur Verfügung steht, was bei uns auch nicht zur Verfügung steht, in einer Größenordnung, die eben einer, also diesen sowieso schon exponentiellen Wachstumsprozess nochmal beschleunigt, also da nochmal ordentlich was reingibt. Und deswegen ist es auch so, dass eben auch Firmen, die ich eben auch nicht genannt habe, wie eben zum Beispiel IBM, ja, die eher langweilig eben mittlerweile geworden sind, dann natürlich da auch anfangen mitzumischen wieder und dabei sind. So. Mich wundert es ja ein wenig, wenn ich mir überlege, wie viel die chinesische KP kontrollieren möchte. Wie wenig man darüber weiß, was die versuchen, dass die künstliche Intelligenz im Rahmen der politischen Beschlusslage passt. Wie kontrolliert denn eine KP, eine chinesische KP, diese Blackbox? Was glaubst du denn? Ich meine, du wirst es wahrscheinlich nicht wissen, wir wissen es alle nicht, aber es ist für mich schwer vorstellbar, dass sie das einfach zulassen. Ja, aber das ist genau das Problem. Ich glaube auch, dass in der Tat die Volksrepublik China in der Tendenz eher ein wichtiger Verbündeter für die Europäische Union dort wäre, als es die USA sind, weil es gibt eben keine logische Schlussfolgerung, die dazu führt, dass das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas es lustig findet,
wenn Entwicklungen in Gang getreten wären, die sie dann nicht mehr kontrollieren können. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Das passt auch nicht in die Gesamtlogik herein einer, ich sag mal, gelenkten, gesteuerten Volksdemokratie, wie sie sich ja selber sehen. Und von daher glaube ich, dass der Anreiz, eben bestimmte Dinge auszuschließen über Verhandlungslösungen, ist relativ groß in China. Das Problem ist, auch da muss auf der anderen Seite eben der wichtigste Player mitspielen. Auf der anderen Seite schauen wir in die USA und da hat man den Eindruck, die US-Behörden machen gar nichts. Es sind die Unternehmen, Meta, Alphabet und Microsoft, die sagen, bitte, bitte, sagt uns, was wir zu tun haben. Wir müssen unbedingt etwas Einschränkendes tun, aber wir wissen nicht was. Bitte sagt uns doch was dazu. Ist das nicht lustig? Ja, das kommt auch daher, dass in diesen Unternehmen die Entwickler im Wesentlichen verstehen, dass der Prozess, wenn er ungezügelt verläuft, bis hin zu katastrophalen Entwicklungen auslösen kann. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da war ja mein Treffen 2017 im Januar an der kalifornischen Küste in Asiloma. Und dort haben eben 1500 hochstehende Chefentwickler und wichtige Leute einfach, die eben Softwareentwicklung betreiben, KI-Experten, auch aus diesen oder vor allen Dingen auch aus diesen Unternehmen, miteinander Prinzipien verabschiedet, ethische Prinzipien, um diese KI in der Nutzung, sag mal, zu zügeln. So, und diese Asiloma-Prinzipien, zu denen wir 2018 eine kritische Stellungnahme der Vereinigten Deutscher Wissenschaftler geschrieben haben aus der Studiengruppe heraus, sind später in kalifornische Gesetze gegossen worden. Das heißt, sie sind geltendes kalifornisches Recht. Wir müssen davon ausgehen, dass in den USA keine nennenswerte Entwicklung in Gang getreten wird, die zu einem sehr kontrollierten KI-Entwicklungsprozess führt. Und das ist ja der Grund, warum wir hier zusammensitzen, warum ich deutlich machen möchte, dass die Konkurrenz, also faktisch das non-kooperative Verhalten, sowohl auf der unternehmerischen Ebene als auch zwischen Staaten, mit entscheidend sein wird, warum wir zunehmend eben in eine gefährliche Situation hineinrutschen. Und ich möchte das ganz gern auch dadurch deutlich machen, indem ich jetzt mal ein bisschen was erzähle darüber, wie so internationale Verhandlungen laufen. Weil das ist ja auch nichts, was jetzt jeden Tag in der Zeitung drin steht. Und wir müssen es auch nicht zu lang machen, aber es ist wichtig, so diese Logik zu verstehen. Wir haben eine Entwicklungsgeschwindigkeit der künstlichen Intelligenz, wo das Spektrum zwischen heute und dem Entstehen einer generellen, also einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, einer starken künstlichen Intelligenz, zwischen von den ganz großen Optimisten ist schon da oder fast da, oder es dauert maximal 10 Jahre, bis zu den pessimistischen Stimmen, die sagen, ja, das wird aber bestimmt noch 50, 60 Jahre oder 40, 50 Jahre dauern, so in der Art geäußert wird. Es gibt nach wie vor noch sehr wichtige Stimmen, die sagen, nö, das geht alles gar nicht, das ist ein Perpetuum mobile, es gibt physikalisch-mathematische Grenzen und deswegen wird es nicht funktionieren. Ich glaube, wir beide sind uns darüber einig, dass der menschliche Geist, der in der Lage war, zugegebenermaßen 10.000 Jahren, aber eben in 10.000 Jahren von der Steinzeit ins Weltall zu kommen, dass dieser menschliche Geist garantiert in der Lage ist, mit den Mitteln, die ihm heute zur Verfügung stehen, und angesichts des Mooreschen Gesetzes, das sich ja auf Speicherkapazitäten, Rechenleistung bezieht, das aber insgesamt natürlich auch quasi analog übertragen werden kann auf das exponentielle Wachstum menschlichen Wissens und menschlicher Fähigkeiten. Es ist unrealistisch zu glauben, dass ein Softwareentwickler nicht in der Lage sein soll, einen Algorithmus zu schreiben, der seinerseits, also ein KI-Algorithmus, der seinerseits in der Lage ist, andere KI-Algorithmen, zum Beispiel für selbstfahrende Autos, zum Beispiel für smarte Grids, also Energiesysteme, smarte Verkehrssysteme, Smart Homes, Roboter, Sprachmodelle, bildverarbeitende Modelle, also auch Gesichtserkennungsmodelle und. Diese ganzen einzelnen verschiedenen KIs, die ja jetzt schon da sind, die extrapolieren wir jetzt mal. Was wird es davon in
20 Jahren oder 10 Jahren geben. Und da sind wir uns wahrscheinlich alle eher einig, wow, da wird ganz viel da sein. Und ja, und was ist, wenn jetzt einfach nur ein Programm Folgendes schafft, Zugriff zu nehmen auf diese anderen Programme und sie nutzbar zu machen? Also diese künstliche Intelligenz wäre dann in der Lage, jeweils die Fähigkeiten der anderen zu kombinieren. So. Das klingt jetzt nicht so, als wenn das etwas wäre, was undenkbar ist und was in ganz, ganz weiter Ferne ist. Das Problem mit der weiten Ferne kommt dann ins Spiel, wenn wir der Verwechslung erliegen, zu glauben, eine starke künstliche Intelligenz müsste eine Lebensform, eine Bewusstseinsform sein, eine Singularität sein. Das ist nicht der Fall, sondern sie muss halt lediglich abbilden können oder auch eine verbesserte Variante sein, menschlicher kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten halt aber auch, wo schon noch ein ganzes Stück Weg zu gehen ist, ist in der Frage des Manipulierens. Das heißt also, dass aus dem Softwareprogramm, also aus etwas Virtuellem, in die wirkliche Welt hineingegriffen wird, also quasi über Roboter, über Maschinen. Aber da ist noch ein Weg zu gehen, dass eben diese Dinge so ineinander greifen, dass daraus ein komplexes Handeln wird, was eben mit Menschen vergleichbar ist. Aber kommen nochmal darauf zurück, das ist jetzt nicht irgendwas, was in ferner Zukunft geschieht, sondern bleiben wir einfach dabei in den unterschiedlichen Szenarien. Das kann vielleicht in 10 Jahren so sein, das kann vielleicht erst in 60 Jahren so sein. Irgendwo dazwischen ist es aber realistisch, dass es kommen wird. Nun kann man ja sagen, dass es ja gerade die Zielsetzung ist von Meta, Alphabet, Microsoft, diese AGI zu entwickeln. Die haben sich das auf die Fahne geschrieben, also werden sie wahrscheinlich in die Richtung arbeiten. Genau. So, und jetzt gehen wir mal mit der These ran. Wir Staaten haben uns darauf geeinigt, das wollen wir aber nicht so richtig. Das finden wir alle nicht so gut oder es geht nur unter bestimmten Gesichtspunkten. Dann würde jetzt Folgendes passieren. Also was schon passiert ist, die Vereinten Nationen, der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat eine Kommission ins Leben gerufen, die sich um dieses Thema kümmert. Diese haben einen Zwischenbericht abgegeben im Dezember letzten Jahres. Für die Republik Deutschland sitzt dort jemand drin aus dem Wirtschaftsministerium und jetzt sagen die so, wie sie das so sehen, was man einfach machen muss und wie eben die Vereinten Nationen als zentrale multilaterale Organisation, Institution eben dort eben im Mittelpunkt sein soll und empowert werden soll mit den Möglichkeiten, dort solche Verhandlungen eben durchzuführen. Bisher haben wir solche Verhandlungen nur geführt mit Bezug auf Laws, also den tödlich autonomen Waffensystemen im Rahmen von, sag mal, ungewöhnlichen, also es gibt dort ein Rahmenwerk, was sich mit ungewöhnlichen konventionellen Waffen beschäftigt und da wird in der Schweiz immer fleißig verhandelt. Und jetzt ist also die Idee, ja, stellt euch vor, dieser Abschlussbericht sagt, fordert die Staatengemeinschaft auf, setzt euch jetzt an den Tisch, macht was. Und jetzt wird es der UN-Generalversammlung eben vielleicht im Herbst diesen Jahres 2024 vorgelegt. Und siehe da, die UN-Generalversammlung verabschiedet unisono mit großer Mehrheit. Das machen wir jetzt. Jetzt ist der erste Punkt, stimmen die wichtigen Staaten, zum Beispiel die Volksrepublik China, die USA, stimmen die da alle zu? Okay, das ist ja wichtig, weil wenn die gar keine Lust auf diesen Verhandlungsprozess haben, obwohl sie die wichtigsten Akteure sind, sieht es schon mal schlecht aus. Aber ja, wir sind jetzt mal optimistisch, wir sagen, die stimmen dazu. Also diese Staaten stimmen zu. Jetzt wird der Rahmen gewählt. Das wird wahrscheinlich erstmal tatsächlich ein Konferenzformat sein. Dann wird prozedural entschieden, mit wie vielen Mitteln dieser Prozess ausgestattet wird. Da muss man ein bisschen streiten. Dann wird es einen Konferenzort geben. Das könnte zum Beispiel Genf sein durchaus. Das würde auch passen von der Sache her. Und dann treffen die sich das erste Mal. Das wird vermutlich dann schon mal spät in 2025 sein. Dann legen die ihren Scope fest. Also, was wollen wir eigentlich abdecken? Und da werden natürlich schon in diesem Jahr und bis eben diese Diskussion auf dem Tisch liegt, was wollen wir abdecken, werden natürlich beispielsweise Unternehmen, privatwirtschaftliche Unternehmen, versuchen ihren Einfluss geltend zu machen, dass sie möglichst wenig im Scope haben. Oder eben jedenfalls nicht die Dinge, auf die sie keine Lust haben. Dann werden auch in wichtigen Regierungen oder wichtigen Staaten
wird es Militärs oder Nachrichtendienste geben, die auf ihre Regierung einwirken und sagen, aber das wäre jetzt irgendwie doof, weil wir haben das ja, die anderen haben das nicht, da würden wir einen Vorteil weggeben. Ne? Stichwort, ein großes US-amerikanisches Unternehmen hatte einen Kartellskandal und der Eigentümer war bereit, mit den US-Behörden zusammenzuarbeiten und seitdem hat jeder von uns, der Windows benutzt, eine Hintertür für US-Geheimdienste drin. Das ist eigentlich mittlerweile relativ allgemein bekannt seit vielen, vielen oder seit eigentlich über 10 Jahren. Das heißt, wir wissen, dass in die Software eingebaut wird, die Möglichkeit von Abhörtechniken und Spionage. Das heißt, die sowas können, und es sind ja nicht so viele, die das können, die werden ungern diesen Vorteil wieder aus der Hand geben. Also da haben wir schon so ein Geburtsfehlerproblem. Und der Geburtsfehler ist, lautet, einige haben was die anderen nicht haben. Und solange sie glauben, dass dieses Haben einen so großen Vorteil darstellt, dass eventuell Nachteile, nicht zu einer Regelung zu kommen, damit nicht ausgeglichen werden, werden sie versuchen, einen eher engen Scope zu haben, also eher ein sehr begrenztes Verhandlungsmandat, auf Deutsch, eben dieser Gruppe geben. So, aber jetzt fangen die an zu diskutieren und sagen wir mal einfach mal tatsächlich, auch da wieder optimistisch, nein, das kriegen wir alles hin, die wollen das jetzt auch, die haben begreifen, wie gefährlich das ist und es wird ein gutes, ein breites, ein fundiertes Verhandlungsmandat verabschiedet, dass, wenn es zu einer Handlungslösung kommt, eben in der Tat mit Zähnen auch ausgestattet ist. Zähne bedeutet in dem Zusammenhang mit Sanktionsmechanismen, die relevant sind. Also zum Beispiel die Welthandelsorganisation, die WTO, ist eine der wenigen Organisationen in den Vereinten Nationen, die sowas hat. So, wenn also ein Land etwas tut, was gegen die Spielregeln verstößt, dann darf das andere Land, weil die WTO kann ja nicht, sie kann ja keine Strafe verhängen in dem Sinne, aber sie kann sagen, ja, das ist nicht in Ordnung und das ist auch, also sie benennt schon eine Größenordnung, in der das nicht in Ordnung ist, so und so viele Milliarden, dann kann das Land, an welcher Stelle es es auch immer für richtig erachtet, bis zu dieser Höhe selber auch faktisch von der Regelordnung abweichen und Strafzölle zum Beispiel gegen dieses Land verhängen. Und jetzt müssen wir, um zu verstehen, wie lange dauert dann so ein Prozess, uns einfach mal angucken, wie lange dauerte das dann bei anderen, bevor wir ernstzunehmend ein vernünftiges Mandat bekommen haben. Und da künstliche Intelligenz eine große Menschheitsfrage ist, legen wir das einfach mal dagegen, gegen das Thema Klimawandel. Wir stellen fest, von Absichtserklärungen, die eher unverbindlich waren, zu konkreten Ergebnissen, hat es sage und schreibe 23 Jahre gedauert. Und setzen wir 23 Jahre an, dann sind wir von jetzt an gerechnet so in 25 Jahren so weit, oder 26 Jahren, dass dieses Abkommen ratifiziert ist, dass es in Kraft tritt und da stehen dann Dinge drin, die in 10 Jahren, 15 Jahren, in 20 Jahren miteinander verhandelt und vereinbart worden. Das heißt, bei Inkrafttreten des Abkommens sind die bereits 8 Jahre alt, zum Teil die Inhalte. Da dürfte die technische Relevanz überschaubar sein. Das zeigt einfach, wie unglaublich schwierig das ist. Und wie viel schwieriger wird dieser Prozess natürlich jetzt beim Thema künstliche Intelligenz zu kontrollieren sein, wo, wenn wir nicht über die Entwicklung reden, das sind ja die Unternehmen, die jetzt schon mehrfach hier heute gefallen sind, sondern auch über die Anwendung von KI. Das sind nämlich zu dem Zeitpunkt dann nahezu alle großen Unternehmen der Erde, nicht nahezu alle großen Unternehmen der Erde sein, die sagen, nö, das lassen wir uns doch jetzt hier nicht kaputt machen, was wir an Möglichkeiten haben. Das ist schwierig. Und das Zweite, und das ist das, was ich für unser weiteres Gespräch einfach besonders wichtig finde, ist die wachsende und immer aggressiver werdende Staatenkonkurrenz zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China. Was wir gerade sehen, ist der Beginn einer großen Transitionsperiode, die von der Pax Americana, die von 1990 bis irgendwann Mitte der 2010er Jahre funktioniert hat, also eine relativ kurze Periode, in der die USA unipolar die einzig wirklich bestehende Supermacht waren.
jetzt bereits jetzt geführt hat in einer Situation, die anders ist. So, und da möchte ich ganz gerne ein bisschen was erzählen, weil das ja Konsequenzen auf die Verhandlungsmacht der Europäischen Union hat. Wir hatten ja vorhin das Thema gehabt, dass gerade die Europäische Union sehr stark werteorientiert die weitere KI-Entwicklung vorantreiben möchte, dass die Europäische Union vor allen Dingen die Frage der menschenzentrierten, gesellschaftlich wohlverdienenden KI in den Mittelpunkt stellt. Und diese Europäische Union sieht sich also insbesondere diesen beiden Verhandlungspartnern gegenüber. Aber die Situation ist leider noch wesentlich komplexer, weil es geht ja darum, einen Bündnispartner zu gewinnen. Also es ist ja nicht so, wir haben China, wir haben USA, wir haben die Europäische Union und that's it. Sondern erstens haben wir noch andere wirklich relevante Entwicklerländer. Das sind unterschiedliche Maße natürlich, aber das sind eben Länder wie die Schweiz, Russland, Japan, Israel vor allen Dingen auch. Und wir haben, und das ist eine Erschwernis der Situation, wir blicken seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine auf eine Weltlandschaft, in der sich mit einer Ausnahme, und das ist Indonesien, alle Schwellenländer vom Westen zumindest partiell abgewandt haben. Und das haben wir gesehen in den verschiedenen UNO-Debatten, die dann eben 2022 stattgefunden haben. Natürlich haben dort nicht alle, aber eine große Mehrzahl der Staaten Russlands Invasion verurteilt. Natürlich haben die Staaten auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker gebrochen. Das ist alles gelaufen. Aber sie haben sich in der Regel nicht beteiligt an westlichen Sanktionen. Und ihre Staats- und Regierungschefs insbesondere haben gerne auch zeitnah danach nochmal betont, dass die strategische Partnerschaft, die sie mit Russland haben, dadurch nicht in Frage gestellt wird. Das heißt, wir haben eine Situation, in der Länder wie Mexiko, Brasilien, Südafrika, Ägypten, die arabischen Staaten, insbesondere Saudi-Arabien und die Emirate, aber auch nahestehende Verbündete wie Israel, Türkei, Mitglied der NATO, Ungarn, Mitglied der Europäischen Union und der NATO, eben deutlich gemacht haben, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr mitspielen. Und damit natürlich quasi für alle sichtbar deutlich gemacht haben, die Zeit für den Westen ist vorbei. Ich habe das schon einen Monat bevor der Überfall stattgefunden hat genannt, als der Wecker hat geklingelt. Also wir müssen aufwachen. Wir müssen aufwachen und erkennen, dass die Dominanz des Westens an ein Ende gekommen ist. Und dies führt dazu, dass unsere Verhandlungsmacht insgesamt als Westen schon mal geschwächt ist. Aber wir sind eben nicht ein einheitlicher Westen, sondern die USA haben definitiv und dezidiert andere Interessen in Bezug auf die weitere KI-Entwicklung, als es Europa hat. Aber ist es nicht so, dass gerade die Amerikaner ganz weit die Nase vorne bei dem Thema hat und dadurch eigentlich den Takt vorgibt? Eben. Und damit können wir unsere ganze werteorientierte, menschenzentrierte KI in die Tonne tropfen, weil unsere Punkte werden irrelevant sein, solange nicht unsere Unternehmen eben in der Lage sind, zum Beispiel durch eine Kombination mit Quantencomputing und ähnlichem, wo wir aber auch nicht die Nase vorn haben, tatsächlich neue Standards eben durchzusetzen in der Welt. Es muss auch nicht die große Verhandlung sein, in der vielleicht wichtige Schritte vollzogen werden. Das können theoretisch auch hinter verschlossenen Türen eben Verhandlungen zum Thema Normen und Standards sein, wo die Europäer, insbesondere die Deutschen, relativ hohe Dominanz haben. Also wir sind in der Lage, in den USA, und zwar deutlich vor den USA übrigens auch, ist Deutschland in der Lage, eben seine Standards, die ja die europäischen Standards dann sind, auch durchzusetzen und dort den Takt einzunehmen. Aber auch dort sehen wir, also jetzt nicht beim Thema KI, sondern generell bei den Normensätzen und Organisationen, sehen wir, wie massiv die Chinesen in den letzten 10 Jahren reingedrängt haben und versuchen, eine andere Regelordnung oder ihre Interessen durchzusetzen. Das heißt, zusammengefasst, die Veränderung im geostrategischen Machtgefüge führen dazu, dass die Verhandlungsmacht der Europäischen Union, vorsichtig formuliert, begrenzt ist. Und wenn niemand anderes eintritt für diese Sichtweise, weil in diesem Zwischenbericht der Vereinten Nationen wird sehr stark auf den quasi übertragen, was wir im Rahmen der Digitalisierung diskutieren. Also Digital Gap ist dann im KI-Gap. Ne? So, und das bedeutet eben, die armen Staaten kommen nicht mit, die müssen in die Lage versetzt werden. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, KI zu entwickeln. Also auch das ist eine Agenda, die ist zwar sozial, die es versucht, inklusiv zu denken, aber sie führt eher zu einer Beschleunigung, denn zu einer Bändigung dessen, was ohnehin jetzt derzeit läuft, und führt in der Tendenz dazu, dass mehr Akteure weiter auch relativ unüberwacht KI-Entwicklung weiter vorantreiben.
Das heißt, es wird immer schwieriger und immer komplexer, eigentlich dieses Thema in Gang zu kriegen. Gut. Und wir haben noch nicht über militärische Nutzung geredet. Ja, das große Thema. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, weil dort die Gefahr sehr groß ist. Also wir haben ja zwei verschiedene Komplexe, wo wir sagen, okay, vielleicht ist die KI-Entwicklung doch richtig gefährlich. So, und das eine ist, wenn so eine allgemeine, starke künstliche Intelligenz, nicht weil sie ein Bewusstsein hat, nicht weil sie ein Lebewesen ist, sondern einfach deswegen, weil sie ihr Programm abarbeitet, an der einen oder anderen Stelle menschliches Handeln oder eben auch insgesamt den Menschen als solchen als Problemfall wahrnimmt. So, was passiert dann? Das ist so ein Science-Fiction-Thema, Hollywood-Film-Thema, ist schick, ist modern, immer noch darüber zu reden. Ist aber sehr schwer, da sehr substanziell wirklich zu sagen, ja, was passiert dann? Das sind Mutmaßungen. Das muss ja alles gar nicht so sein. Also es muss ja gar nicht sein, dass so ein Programm dann automatisch dazu neigt. Ja? Das sind ja alles vermenschende Aussagen. Also es muss nicht sein, dass das Programm im Rahmen dessen, wie es eben sich selbst abarbeitet, eben dazu kommt, Dinge zu tun, die für Menschen schädlich sind. Aber gehen wir in den militärischen Bereich, werden die Dinge sehr, sehr, sehr konkret. Also da kann man sehr konkret natürlich extrapolieren, wohin die Reise geht. Und da möchte ich eigentlich jetzt auch nur so ein bisschen anteasern, weil wir ja wirklich im Rahmen der Arbeiten in diesem Jahr und eben insbesondere eben im Hinblick auf die VDW-Jahrestagung damit ausgiebig beschäftigen wollen. Aber was wichtig ist, ist zu verstehen, an wie vielen Einzelstellen eben künstliche Intelligenz im militärischen Bereich in die Nutzung kommen kann. Davon wird vieles relativ wenig substanzielle, qualitative Veränderungen mit sich bringen. Aber dennoch, schauen wir uns das doch mal an. Das Wichtige ist, wir haben zwei verschiedene Prozessrichtungen, nämlich man spricht da im Fachjargon von Upstream und Downstream. Und Downstream ist quasi die Auswahl eines Zieles und quasi das Angreifen dieses Zieles. Das ist das, was man Downstream nennt. Und Upstream sind eben die Dinge, die davor laufen. Also zum Beispiel der Bereich Kommando, Kontrolle, Fragen, Informationsmanagement, Logistikfragen, Trainingsfragen vor allen Dingen auch. Genau, und überall dort gibt es bereits jetzt entweder in Arbeit seiende oder eben in der Entwicklung ganz nah seiende Vielzahl von Anwendungen. Und da geht es um Datenfusion, also Datenintegration, Datenqualität. Es geht um Analysefähigkeiten, um Vorhersagen, auch wie sich der Gegner verhält. Es geht um Simulationen also auch. Es geht zusammengefasst darum, wie aus Daten Wissen wird. Also militärisch anwendbares, operativ anwendbares Wissen. Und das heißt also, bei diesen vier Ebenen, also man sagt also Observe, Orient, Decide, Act. Ne? Also beobachte, orientiere dich, entscheide und handle. Da ist der Mensch ja noch derzeit in the loop. Das heißt, der ist ja dabei. Und das heißt, die Geschwindigkeit auch, und das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will. Die Geschwindigkeit ist also immer mit dem Menschen noch abgestimmt, weil der Mensch an mehreren Stellen immer wieder in Aktion tritt und was tut. Dadurch gibt es vielleicht eine Beschleunigung bestimmter Prozesse, klar, aber es ist immer noch im Rahmen des menschlich Handhabbaren. Während wir aber bei den anderen Fragen, also bei der Entwicklung der großen, starken künstlichen Intelligenz und Ähnliches, da haben wir in der Regel nicht wirklich ein primäres Zeitproblem. Also das ist jetzt nicht so, auch da sind viele kritische Situationen denkbar, die dann auch tatsächlich, wenn es schief läuft, unangenehm werden können. Aber das steht, sagen wir mal, in der Relevanz, ist das jetzt nicht die Top-Priorität. Im Militärischen, also vor allen Dingen im Kriegsgeschehen selber, ist es sehr wohl die Top-Priorität. Und das heißt, die Kombination von Geschwindigkeit, zum Beispiel jetzt, wir agieren ja auch bei den Hardware-Systemen jetzt mit Raketen, die in achtfacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Wir haben zunehmend weltraumgestützte Systeme oder wir sind eben dabei jetzt, dass weltraumgestützte Systeme entwickelt werden.
Wir haben alte Bestände von Massenvernichtungswaffen verschiedenster Arten. Also natürlich sind die Atombomben da wichtig oder Atomwaffen wichtig. Es sind aber auch biologische, chemische Kampfstoffe dabei wichtig. Dann haben wir eine Blackbox, ne? Von derzeit, das wird sich vielleicht ändern, aber im Augenblick ist es so, dass wir gar nicht wissen, warum jetzt ein Algorithmus eine Entscheidung trifft. Und das alles aber mit einem Zeitdruck, der sich eher in Sekunden und Minuten misst, als in Wochen oder Monaten. Und wir haben natürlich das Thema Cybersicherheit. Das heißt, dieser KI-Algorithmus selber kann natürlich zum Target werden. Man wird versuchen, den KI-Algorithmus selber anzugreifen. Das heißt, zu manipulieren, dass er Dinge tut, die er eigentlich nicht tun möchte und für die er auch nicht programmiert wurde. Das heißt, all das, also diese ganzen Prozesse, also die führen zu ganz einfachen, netten, in Anführungszeichen, Sachen, wie dass eben zum Beispiel Kommandoeinheiten in der Größenordnung verringert werden können, dass bestimmte Logistikprozesse völlig anders aufgebaut werden, dass in der Frage, welcher Waffenmix, also Einsatz von Waffensystemen, man zu anderen Ergebnissen kommt, als wenn es eben menschliche Entscheidungen eben wären oder so. Das ist alles überschaubar. Das ist alles, wir reden hier gerade darüber, dass das alles dafür dient, dazu dient, Menschen zu töten. Also davon ist überhaupt nichts lustig. Aber das ist alles etwas, was wir aus dem Kriegsgeschehen der letzten 15.000 Jahre kennen. Man braucht auch solche nationale Sicherheitsstrategien, in denen KI eben eine eigene, also faktisch eine eigene Dimension darstellen. Also die in den nationalen Verteidigungsstrategien muss KI halt dann auch mitbedacht werden ab jetzt. Also das zeigt einfach in sehr hohem Maße, wie KI faktisch dort schon sichtbar zu einer Gefährdung führen kann. Und nun haben wir über eines, das hatte ich zwar genannt, aber jetzt nicht ausgeführt bisher, wir hatten das Wort Kommandostrukturen. Was passiert, wenn, und jetzt ganz konkret Namen nennen, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika und die Volksrepublik China sich zunehmend tatsächlich als Feinde wahrnehmen? Als Feinde, die bekämpft werden müssen. Wenn in beiden Staaten die Militärapparate, die groß sind, in China schnell wachsen, in den USA mit großem Abstand und auch großem technologischen Vorsprung weit vorne, wenn die in einen Rüstungswettlauf hineinlaufen und glauben, in dieser Auseinandersetzung müssten auch immer schnellere, also höher getaktete, umfassendere Automatisierungsprozesse stattfinden, das ist erstmal nicht KI, die müssen aber gesteuert werden und die werden dann natürlich von einer KI gesteuert, wovon denn sonst? Und diese KI trifft dann letztendlich Entscheidungen, die nicht mehr revidiert werden können durch Menschen, weil es in der Natur dieser Logik dann drinsteckt, ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Entscheidung zu treffen und anderen nicht mehr die Möglichkeit zu geben, dort reinzugrätschen. Dann sind wir in einer Situation tatsächlich, die Marc-Uwe Kling eben so schön beschreibt, dass der Trigger den Trigger triggert und der Trigger den Trigger vom Trigger getriggert wird. Und plötzlich haben wir eben mal kurz 50 Millionen Tote. Und das ist eben tatsächlich eine ausgesprochen realistische Sichtweise der Dinge. Gut. Oder nicht gut. Genau. Also ich würde sagen, wir haben jetzt einen sehr interessanten Einblick bekommen, wohin die Reise geht und was alles auf dem Tisch liegt, was abzuarbeiten ist. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die ein bisschen schneller sein muss als bisher. Denn die KI ist unglaublich schnell. Und deswegen zum Abschluss, lieber Axel, brauchen wir natürlich ein bisschen was Optimistisches. Damit wir uns noch gut fühlen. Ja, bitteschön. So, und das Optimistische ist ein Appell. Und der Appell lautet: Bitte lernt aus dem, was der Kalte Krieg in den späten 60ern und 70er und vor allen Dingen auch 80er Jahren uns gelehrt hat. In diesen 25 Jahren haben wir verstanden, dass wir vertrauensbildende Maßnahmen, vertrauensbildende Strukturen brauchen. Wir brauchen Formate, Strukturen und Prozesse, die uns in die Lage versetzen, miteinander eben tatsächlich, auch dann, wenn wir uns feindselig gegenüberstehen, das Schlimmste zu verhindern, dass beide Seiten nicht wollen können. Sowas wie eine KSZE? Genau das, wie zum Beispiel die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die KSZE, der spätere OSZE-Prozess, wie er ja immer noch heißt, aber de facto tot ist mittlerweile, der die Sicherheit, und da sind wir eben bei Willy Brandt, und da sind wir auch genau richtig bei Willy Brandt, der eben nicht nur gesagt hat, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts, sondern der eben auch sehr wohl gesagt hat, dass man immer die Sicherheit des anderen, des Gegners, bedenken muss. Also man muss die Sicherheitsbedürfnisse des Gegners verstehen,
respektieren und sein eigenes Handeln daran ausrichten. Und unter uns, auch stehe ich auch zu, ich meine, es ist eben die Kritik, die uns aus allen Staaten entgegenkommt, dass es den Überfall Russlands auf die Ukraine vermutlich nicht gegeben hätte, wenn der Westen das beachtet hätte und russische Interessen eben tatsächlich stärker an Bord genommen hätte. Wir sehen, wie sowas eskalieren kann. Und das ist vergleichsweise ein überschaubarer Konflikt, der auch manchmal eher mittelalterlich anmutet, wie er ausgefochten wird. Aber wir sehen eben auch das in diesem, und das benenne ich jetzt hier nochmal zum Schluss, was da plötzlich dann stattfindet, was bisher undenkbar war. Also Firmen wie Starlink oder Firmen wie Palantir, die KI-Entwicklung betreiben oder die satellitengestützten Informationssysteme betreiben, spielen plötzlich auf so einem Schlachtfeld eine Rolle und sind auch nicht kriegsentscheidend, aber zumindest schlachtenentscheidend. Das heißt, wir haben natürlich jetzt schon im Aserbaidschan-Armenien-Konflikt um Bergkarabach in der letzten Runde, als auch jetzt im Ukraine-Krieg, sehen wir besonders deutlich, wie eben diese modernen Waffensysteme zur Anwendung kommen. Und der Einsatz wird natürlich exemplarisch durchexerziert, damit wir mal sehen, wie das so alles funktioniert und wie das so alles zusammenwirkt. Deswegen, wenn KI-Systeme von beiden eben nicht nur militärisch, sondern auch nachrichtendienstlich eingesetzt werden, für Desinformationskampagnen, für Verschleierung eingesetzt werden, dann ist es mit der Vertrauensbildung schwierig. Wenn ich dem Satellitenbild nicht mehr vertrauen kann, was meine eigene Spionage-KI entwickelt hat, weil sie mittlerweile infiltriert ist, dann können eben Signale, dass da eine Gefahr auf mich zukommt, unter Umständen wieder etwas triggern, was eben Konflikt eskalieren wird. Dem müssen wir entgegensteuern, dass wir auf allen Ebenen, nicht nur auf einer Verhandlungsebene, das ist ja ein Format natürlich gewesen, was dem geschuldet war, wie die 70er, 80er Jahre, wir reden hier über das Fax-Zeitalter, ja, eben abgelaufen sind. Da brauchen wir eben eine Vielzahl von mehr Ebenenansätzen, um eben dieses Vertrauen herzustellen. Und da können wir als Europäische Union natürlich versuchen, auch eine Vermittlung, gerade Deutschland und Frankreich haben auch ein großes Eigeninteresse, eine Vermittlungsrolle eben auch zwischen der Volksrepublik China und den USA einzunehmen. Obwohl wir natürlich klar in dem einen Lager stehen, aber einzuwirken, dass das nicht eben unnötig weiter eskaliert und weiter Wetterballons abgeschossen werden. Gut, wir sehen, dass alles miteinander zusammenhängt und wir werden das heute leider nicht alles lösen. Wir werden das aber lange beobachten und kommentieren. Und ich denke, wir sind alle, glaube ich, daran interessiert, dass man da zu vernünftigen Gesprächsformaten kommt, um große Gefahren abzuwenden. Frank, ich danke dir. Ich glaube nicht, dass das letzte Mal sein wird, dass wir darüber reden. Bestimmt nicht. Vielen Dank, Axel, ja. Und ja, ich hoffe, vielen Dank auch allen, die jetzt zugucken und sich die Zeit nehmen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.